Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Runde Dungeon Man's Laden Level 12. Plup. Ich glaube, hier hatten wir alles durch und sind wieder bereit. Ich guck nochmal gerade. Davon hatten wir 6 Bugs, 31 Heilung, 18 Otzdinger. Und Combat Blinking 17. Ja, passt. To the Overworld. Okay, und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hin könnten. Das da oben war, glaube ich, fies, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Mittlerweile ist es trivial. Wie ist denn das? Labyrinth of... Ich glaube, da waren diese Typen, die so einen fiesen Gegenschlag hatten. Das lasse ich mal. Adventurous. Das ist dangerous sogar. Machen wir mal das hier. Auch wenn es hier auch wieder fies werden könnte. Quatsch. Hätte ich natürlich auch schießen können. Ups. Hätte ich den anklicken sollen. Da geht's auch schon runter, aber wir brauchen ja ein bisschen Erfahrung. Powerful Evil. Deshalb werde ich da noch nicht runter. Wahnsinn. Weil die Erfahrung, die es hier gibt, ist dann schon halt ziemlich lächerlich. Das ist ein Boss. Kein besonders starker, wenn die alle so dodgen. Ah, da war ein Plan mit. Lost Equipment Blueprint. Sehr schön. Wo kommen die denn jetzt alle her? Da oben haben wir noch Türen. Ja, aber das lohnt nicht. Die bringen alle so wenig Erfahrung. Wobei, Proof of Strength könnten wir halt mitnehmen, wenn wir was finden. Ja. Dann machen wir das halt noch. Aha. Hundertsechzig Schaden habe ich mir gerade zugefügt. Ja. Schon so ein bisschen heftig. Ja, Wahnsinn. Okay, dann können wir raus. Kommt ihr alle her? Runter. Mhm.
Du-du-du-dum. Dangerous Foes. Gilded Headtaker. Naja. Okay, der ist fies. Ja. Rasten! Na, die Typen sind schon nicht nett mit ihrem Gegenschlag-Dingen. Wie ich schon sagte. Aber ich weiß auch nicht genau, was man da nun gegen machen könnte. Habe ich mich selber getroffen oder? Ne. Schredder, Schredder, Schredder. Oh, der hat's, glaube ich, ordentlich abbekommen. Sehr seltsame Tür. Kann man machen. Smacks down. Ja, habe ich mich selber down gesmackt. Ach, das ist ein Boss. Der hat noch 600. Dum 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 dum. Rest. Okay, haben wir hier alles. Da unten noch. Und der eine Magier da oben ist am rumknistern. Wo ging's denn hier runter? Da oben waren noch Türen. Nach oben ist man sowieso.
komm da. Ups. Hoppla. Wie wär's damit? Da ist noch einer. Oh, 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 oh. Okay. Die waren auch nicht ohne. Nee. Ich meine, vom normalen Schaden her tun die nicht viel. Aber durch den Gegenschlag wird das halt fies. Was ist das denn für einer? Duke of Distraction, Skudin. Der stand schön an der Wand. Purple Lighted Tiger Baron. Da kommt noch einer. Von daher. Powerful Evil! Na, das ficht mich nicht an. Die sind ein bisschen fies, auch weil die einfach aus dem Nichts erscheinen. Na dann. Rest. Eine Biene. Wieder ein neuer. Amarchiones Astromancer. Level 13. Der tut aber irgendwie nicht viel. Doch, jetzt. Naja, geht so. Oh, wieder so ein fieser Möppel. Thank you.
Was zur Hölle? Rest. Na gut, ja. Ist jetzt nicht so die Gefahr. Dann gehen wir mal hier auf Nummer sicher. Populated Goon Destroyer. Okay. Schrabbel, schrabbel, schrabbel. Da stehe ich jetzt auch noch in einer richtig schlechten Position, weil ich vor dem nicht wirklich wegspringen kann. Na, ich könnte... Ach, ich nehme so ein... Ich krieg dann die nächste Runde aber wieder so viel Schaden. Na, dann nimmt der aber auch Schaden. Ich nehme jetzt tatsächlich so ein Schwein. Genau. Blood raining blows on everyone. Worlds, was? Ja. Was habe ich denn da aufgenommen? Black Mirror Gladius. Das ist ein Einhandschwert. Foom Touched Warp Scale Obliterator. Okay. Builder Sledge. Da kommen jetzt die Bienchen. Conquest Knuckles. Okay. Na gut, das ist wieder easy. Das ist schon nicht ganz unkritisch hier. Secrets. Hall of Champions. Das wäre auch ein bisschen brutal.
Beschwören die das Ding? Kommt da noch nicht ganz zurück. Ist also so sicher. Das war nicht so sicher. Rest. Alter Falter. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier einen Gegenangriff auslösen kann. Ich will auch auf jeden Fall nicht wieder angerusht werden. Ich mache jetzt einfach nochmal ein Schwein. Das war natürlich jetzt insgesamt pervers viel Gold, was ich dafür verschwendet habe. Ja, hat nichts gemacht quasi. Hätte ich mir das Schwein sparen können, aber das weiß man natürlich immer erst nachher. Nochmal ein Magier. Da habe ich mich verklickt. Aha. Au. Okay, noch ein Schwein. Nom 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 nom. Die entgegenschlägen, na. Anscheinend kann er dagegen was machen. Der hat immer noch 300. Und ist gebufft, dass er schneller läuft. Aber der macht nicht so viel Schaden auf einmal. Das heißt, hier reicht jetzt eigentlich eine Serious Healing Potion. Secrets. Oh je. Einfach.
Na. Okay. Rest. Da ist noch einer. Ne, ist einfach nur weggegangen. Doch, da unten muss noch einer sein. Das ist dann ein Hive auf irgendwas, wo ich da unten Händler sehe. Was habt ihr denn Schönes? Challenge. Ne. Defy Damage. Alles Müll. Dann gehen wir mal. Aber, ach so, da kann ich mir theoretisch auch noch aufschreiben, dass wir Champions sind, aber... Die Frage ist natürlich, ob ich hier jemals hinwollen würde. Ich glaube, die Antwort ist nö. Es ist noch an. Was? Keine. Okay. Ach, nix. Das ist ein Boss. Dann gehe ich. Oh, da sind auch noch welche. Okay. Kein größeres Problem. Arch 32. Habe ich mir selber noch mal gut Schaden gemacht. Der hat den Buff geklaut. Aha. Okay, das war zwar nicht intended. Was es nur eine Attrappe ist, halt die verdammt viel aus. Rüst.
So ja nicht. Anders. Skimitar! Ein Handschwert. Naja, aber besonders gut sind die Sachen nicht. Crusaders Mantle plus 3. Ist leider auch nicht besonders gut. Lüt. Mhm. So, damit ist der Level zwar sauber, mal abgesehen von den Champions. Ah, ne, da unten ist auch noch eine Tür. Aber noch eins nach unten traue ich mich hier eigentlich eher nicht. Denn das hier ist mir schon teilweise zu knapp geworden. Und eigentlich hatte ich noch vor, ein bisschen zu leben. Ja gut, der geht immer. Da müssen wir also später nochmal rein. So ein Tempel will ich eigentlich auch erstmal nicht. Mundane. Was war denn hier oben? Ach, das war auch so fiese Gegner. Trivial. Dann machen wir das. Das könnte natürlich auch passieren. What the fuck? 449. Willst du mich verarschen? Ja, aber der Angriff von dem war ein bisschen pervers. Wobei hier natürlich dann auch so ein fetter Oberboss kommt. Na. Nee.
Viele Champions waren bisher nicht hier. Aber das glaube ich nur gegen Nahkampfangriff geholfen hat, oder? Ne, Physical, okay. Schöner Schuss. Machen wir direkt nochmal. Da ist der Buff übrig geblieben. Blub. So ist es natürlich ideal, weil die dann alle zweimal den Strahl abbekommen. Das ist jetzt ein stärkerer, aber zumindest nicht einer von denen eben. War noch eine Ecke fiese. Der tut nicht viel. Er hat aber auch keinen Proof of Strength gedrückt. Good feeling. Dann nehmen wir das. Powerhouse. Na toll. Jetzt da nicht so viel von. Ach, da unten geht's. Powerhouse halb aufgebraucht. Mhm. Schredder, schredder, schredder. Hier. Das ist ein stärkerer. Grip of Marksmans. Aha. Schredder, schredder, schredder. Oh. Nice. Aber meine Erfahrung geht es halt nicht wirklich weiter. Schredder, schredder. Hm. Nein, halt nicht. Ah.
Noch keine Champions, oder fast keine Champions dabei. Da ist eine Kiste. Aber immerhin Pläne gefunden. Zonen sind aber auch riesig. Aber das ist ja sehr angenehm. Der tötet sich nämlich selber quasi. Da habe ich ihn wohl ein wenig unterschätzt. Aber eine Serious Potion sollte reichen. Zumal ich hier eigentlich immer nur einmal weglaufen muss. Vielleicht sollte ich aber nicht den Boss rufen, oder wenn der Boss gerufen wird, eher abhauen. Ups, den habe ich zweimal versehentlich mit Strain noch gemacht. Je nachdem, was das für ein Gegner ist und das ein großer Nahkampfboss ist und ich den auf der Distanz erstmal kaputt schießen kann, dann geht das natürlich auch. Weg mit dir. Autsch. Sollte eigentlich gehen. Ups. Good feeling. Okay. Wir könnten
Da drüber nach unten rein. Falls das geht. Da ist nichts, ne? Da rechts sind mehrere Türen. Okay. Aua! Da habe ich Glück, dass ich so einen hohen Dodge-Wert habe. Schön meine eigenen Angriffe immer ausweichen können. Meinen Angriffen ausweichen. Okay, da ist nichts. Nach links können wir. Okay, da kann man diagonal durchlaufen. Da ist ein Teaser. Ja, komm her. Noch einer. Dann springe ich da voll rein. Schön. Noch einer. Schrabbel, schrabbel, schrabbel. Na, das Problem ist jetzt, wenn ich die da drinnen töte und dann der Boss kommt, dann komme ich von dem Boss nicht mehr weg, weil der auf mich zugelaufen kommt. Weiß nicht ganz, was der macht. Plated. Ach, der versucht mich anzuchargen und trifft aber den versehentlich. Interessant. Was? What the hell? Okay. Das muss ich mir aber jetzt selber nochmal im Replay quasi angucken, woran ich da jetzt gestorben bin. Ja, dann bis zum nächsten Mal, sag ich mal.